Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Alone in the Dark. Oder besser gesagt, den Prolog. Let's do it. So, okay, und wir haben die Steuerung. Jetzt schauen wir noch mal erstmal, was wir hier tun können. Ja, genau, alles klar. Kannst nicht erwarten, das fertig zu malen mit einem Big Mustache. So, die Puppe da hinten, die würde ich Benny tatsächlich gerne mal irgendwann schenken. Irgendwie, einfach weil sie, so beruhigend aussieht. Und Benny ja so halt auf Puppen total abfährt. So, wir können nicht rennen, wie ich merke. Schauen wir nochmal, welche klopfte. Was, wie? So, wer hat denn hier die Tür offen gelassen? Und wer hat die Tür zugemacht? Okay, hier geht's scheinbar raus. Oder auch nicht. Es ist ein Bad. Okay. Ich habe heute schon meine Hände gewaschen. Ja, und das hier gerade... Oh, unheimlich. Unheimlich. Oh, weia. Das ist ja fies. So sollten Türen nicht von alleine zugehen. Oh, goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them, the others, all of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. Ja, was sind denn die anderen? I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Das ist doch sehr, sehr cool. Schön jazzig dazu. Schön. Also er ist auf jeden Fall panisch und in Angst vor ihnen, wer die auch sind. Ich weiß gar nicht irgendwie, wahrscscheinlich werden es gar nicht so viel wissen, aber Alone in the Dark spielt tatsächlich im Cthulhu-Universum. Und vielleicht hat er schon mehr erfahren, als er eigentlich wollte. Und wo ist er hin? Jeremy! I'll just post it myself then. So, hier vorne habe ich... Ah, alles klar, bringen wir ins Büro. Und hier liegt noch ein Schlüssel, der Lobby-Schlüssel. Alles klar, nehmen wir mit. Können wir noch was mitnehmen? Oh, Kid. Oh, wir können ihn anschubsen. Uh-oh, Cassandra. I'm touching your typewriter. Hm. Okay, dann gehen wir mal raus. Hier durch den Vorhang gehen? Ach nee, ach, das ist ein Fenster hinter. Ach so. Ja gut, hier ist unser Zimmer, dann müssten wir ja eigentlich... Was für ein Chaos! Irgendwie so eine Zeitschrift und eine Flasche. Was für ein Chaos! Oh, coole Animation. Ein bisschen wie bei Resident Evil. Schön. Ist aber... schöne Kunstsammlung hast du hier. Absolut. Boah, free, ey. Oh, die Uhr sieht auch recht interessant aus.
Naja, okay, gut. Schauen wir mal hier. Verschlossen. Verstehe. Na, gehen wir mal runter. Wow, okay. Okay, okay, okay. Boah, Full Eclipse, na super. Also, fast. Boah, krass. Das, Alter, was ist denn jetzt hier passiert, ey? Oh Gott. Ist plötzlich so ein bisschen nach Dschungel aussehend. Und hier ist jetzt alles voll Wasser. Das ist ja auch super. Was? Krabbe? Was? Bleib? Also die Kleine nimmt es ziemlich locker hin, muss ich sagen. Was kann man hier machen? Ach, wie okay. Ah, alles klar. Wir stoßen jetzt den Bären um, um darüber zu kommen. Na los. Bitschibatsch. Ist, also sie nimmt es relativ gelassen, muss ich sagen. Irgendwie ist das vielleicht, ist das nur in ihrer Fantasie, ist das jetzt nur ein Spiel? Für sie? Ist sie so ein bisschen so auf Safari, auf Expeditions... Reise ist irgendwie und sich jetzt einfach nur irgendwelche Gefahren vorstellt? Und hüpf rüber. Nicht, dass seine Strümpfe dreckig werden. So, da hits. Okay, alles klar. Und die andere Tür kannst du auch zumachen. Okay, sie hat beides so gemacht. Sehr schön. Kann ich? Könnte ich zurückgehen? Nee. Möchte auch nicht zurückgehen. Die Maus. Oh. Okay, okay, okay. Ja, das da hast du recht. Hey, cool. Schöne Musik. Das ist so ein bisschen verrottet hier irgendwie. Warum sieht das hier so schlimm aus? Das ist so irgendwann lang gezerrt worden. Mr. Waits, hallo? Wo ist denn jetzt schon wieder die Sekretär? Abgeschlossen. Okay. Oh, können wir vielleicht durch die Luke klettern? Ja, können wir. Wie schön. Bedrohliche Musik. Ist das schon? Nein. Och, ist die Demo schon vorbei? Oh, nee. Noch nicht. Emily Hartwood. Ja, es ist tatsächlich, es wird der gleiche Plot aus dem Original sein. Nein. Judy Comer, wie cool ist das denn? Und sie spielt wahrscheinlich Emily Hart. Ach, krass, David Harbour. Und er ist Edward Carnby? Geil. Das ist ja geil. Ja, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Wie geil ist das denn bitte? Oh nein, doch schon vorbei. Schade. Ey, aber das war die Demo von Alone in the Dark. Also ich freue mich auf jeden Fall aufs Vollgame. Wenn es kommt, werden wir es auf jeden Fall auf den Kanal bringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht habt, abonniert doch gerne den Kanal. Uns hilft es sehr. Und wir sehen uns dann hoffentlich schon ein bisschen eher als das Fullgame von Alone in the Dark, sondern einfach zum nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ciao.